So. Oh, weiter geht's in der Burg. Wir gehen mal einen Schritt zurück. Ja, genau, ihr kommt nämlich ran. Das ist bestimmt eine Elite. So, schießen, schießen. Ja, komm, Wurzeln und Feuer. Brennt. So, die Miliz kommt nach vorne. Na, gefällt dir das? Giftsprüher trifft nicht den hinteren, ne? Umschlingen. Jawohl. Wir haben wieder eine Runde hinzubekommen. Schießen, schießen. Da reicht Feuer, oder? Jawohl. Und der Sanku hat ein Level-Up bekommen. Oh, was ist das denn hier? Kopfbedeckung plus 2 Rüstung. Sehr gut. Oh, Sanku, was machen wir mit dir? Du bekommst 3 in Macht, 1 in Wahrnehmung. Den Rest ziehen wir hinterher und danach auch die Vitalität. Bestätigen. Wir können ja mal eben kurz gucken, wer trägt denn von euch noch einen normalen Helm? Sie hier. Darfst du den tragen? Ja, ne? Kopfbedeckung plus 2 Rüstung. Ja, dann bitte. Wenn du darfst, dann... Ja. Und wie machen wir es bei dir? Hier hatten wir angefangen, das Schwert, ne? Das Schwert. Dabei möchte ich auch ihn in der Armbrust auf jeden Fall verbessern, aber wir bleiben erstmal beim Schwert. Du wirst auf jeden Fall noch im Schwert Meister werden. Da kostet schon langsam richtig Punkte, ne? Und die Stufenaufstiege, die lassen langsam aber sicher auf sich warten. Oh ja, eine Truhe. Na, klasse. Wir haben auf jeden Fall einen guten Dolch, ja, aber nutzen Magier-Amulette, ganz normale, aber wieder ordentlich Geld. Geld, Geld, Geld. Gold, immer mehr Gold. Oh, und da liegt auch wieder einer auf dem Boden, der Arme. So, da hinten können wir nicht lang. Na, kommt, schreit schon. Oh, what is this? Und ich höre Feinde. Mal wieder hinter der Tür. Ein Elite-Räuber. Zerschmettern. Jawohl. Angreifen. Wurzeln Feuer. Bumm, das hast du davon. Wir haben auf jeden Fall... Ich gehe mal einen Schritt zurück. Wir bleiben hier. Ja, dachte ich mir doch. Dachte ich es mir doch. Feuer. Schießen, schießen. Nö, verteidigen. Ach Mist, nee, das war ein Fehler. Egal. Sie hat keinen Mana. Mana-Trank, Giftsprüher. So, dich bringen wir zu Fall. Oder auch nicht. Ah, knapp daneben ist auch vorbei. Jawohl. Oh, du bist ja auch noch da. Oh, ich darf nicht nach vorne, nicht zurück. Egal, schießen, schießen, Wurzeln, Feuer. Wow. Die werden auf jeden Fall... Die werden auf jeden Fall anstrengender, die Kämpfe. Oh nein, da liegt wieder einer. Die haben auf jeden Fall hier gekämpft. Kann man da rein? Nee, kann man nicht. Dafür brauchen wir wieder irgendetwas. Achso, wir kommen jetzt genau auf die andere Seite, ne? Erstmal hier die Truhe. Oh ja, Heiltränke und Mana-Tränke. Ach, hier sind wir jetzt wieder, ne? Okay, da haben wir einen Hebel. Da haben wir gar nichts. Dann ziehe er am Hebel. Sehr gut. Kommen wir jetzt direkt schon zum... Was? Achso. Aber nicht hinter uns oder so ein Quatsch, ne? Ich dachte, ich habe da was gehört. Schießen, schießen, Wurzeln, Feuer. Tschüss. Wir bleiben erstmal hier und warten. Oh, nö. Du komm mal ran hier. Oh ja, komm du mal ran. So, hallo, was bist du denn? Du bist ein skrupelloser Zauberer. Zerschmettern. Nahkampfangriff. Dann bitte einmal Mana-Schwall. 73 bis 94 Schaden. Das ist der Hammer, ist das. Und du haust nur einfach Nahkampf drauf. So, dann zauber mal. Das hat er sich so vorgestellt. Boah, also die Zauberer sind richtig böse. Da müssen wir aufpassen. Wo geht es hier hin? Oh, Stufe 2 betreten. Eieiei. Okay, aber gleich. Jetzt noch nicht. Wir brauchen noch einmal Geheimnisse. So, ja, lesen. Notvorräte. Bringt diese Truhen so schnell wie möglich in den Burgfried. Prätorianer Hauptmann Gwendal. Oh, jawolle. Oh ja, aber bitte alles plündern. Ja, vielen, vielen Dank für die erste. Vielen, vielen Dank für die zweite. Oh, Wahnsinn, Notvorräte. Ja, ich hoffe doch mal, die haben nichts dagegen, wenn wir hier uns die Notvorräte unter Nagel reißen, oder? Ihr wisst, ne? Wie es gemeint ist. Meins. Haben wir erbeutet.
So, ja, wir haben so ziemlich alles hier erreicht, ne? Wir hatten wenig Geheimgänge. Es ist, Ich glaube, einen Geheimgang haben wir nur gefunden hier. Aber gut, gehen wir in die zweite Stufe. Na, trink du mal hier so einen und na, du hältst noch locker ein bisschen durch. Dann gehen wir mal nach oben. Hui, 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 hui. Also der Schwierigkeitsgrad nimmt auf jeden Fall zu. Wir müssen schon besser überlegen, wie wir unsere Fähigkeiten einsetzen. Das finde ich aber wiederum auch sehr spannend. Und die Gegner fallen nicht sofort mit einem Wunderknall um, sondern ja, haben uns sogar was entgegenzusetzen. Hier können wir nicht rein. Und dahinter war, glaube ich, was. Da können wir nichts machen, aber wieder mal eine Truhe. Ja. Ja, jetzt ist die Frage, welchen Weg komme ich. Ich gehe immer den Weg hier. What is that? Ja, wo ist es? Wo ist das Geheimnis? Bitte zeig's mir. Wo ist das Geheimnis? Wir haben es doch eben gesehen. Irgendwo hier muss ein Geheimnis sein. Da ist es. Jawohl, Jasna. Sie hat's geschafft. There are enemies ahead. Oh nein, gar nicht gut. Oh, bitte was? Drei Bogenschützen? Nee. Oh, da kommt sogar noch Miliz. Da kommt einiges, kommt da. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Wir bleiben genau hier stehen. Wir gucken erstmal, wer als erstes kommt. Jawohl, die Nahkämpfer. Schießen, schießen. Und bitte einmal den Feuerball. Und du kannst ja hier einwurzeln. Aha, dahinter kommen sie. Schießen, schießen. Wurzeln. Feuer. Jawohl. Ah, er schafft es. Ah, verdammt. Egal. Schießen, schießen. Haben wir dich. Sehr gut. Regeneration. Und du nimmst mal bitte einen kleinen Mana-Trank. Ja, genau das dachte ich mir. Dann kommt mal rüber, Jungs. Wow, wow, wow. Jetzt lassen sie erstmal rankommen. Vesna, du kannst dir noch einen Trank gönnen. Alles Räuber? Alles Räuber. Sehr gut. Giftsprüher. Oh, Feuer. Boah, das ist der Hammer. Hauen. Und du schaffst ihn ja, oder? Jawohl. So gut. Ich glaube, ich habe noch einen gehört. Ja, noch eine Miliz. Schießen, schießen. Wurzeln, Feuer. Noch einer? Tatsache, da kommt noch einer. Boah, Wahnsinn. Schießen, schießen, Wurzeln, Feuer. Schön. Trink dir einen Mana-Trank. Schießen, schießen. Nö, wir sparen Mana. Sollten wir eigentlich so und so mal öfter tun? Jawohl. Wow. Wie viele hier auf einmal angeschossen gekommen sind, hör mal hier. Und ich höre da sogar noch welche. Na, Halle Julia. Okay, du erstmal bitte flüsternde Schatten. Wo sind wir denn hier gelandet? Da können wir nicht hinein. Okay. Aber sehr interessant. Eine dicke Truhe. Jawohl. Gib her. Dein Kram. Ja, genau. Wir können ja nicht durch die, ne? Durch die Tische laufen. Und die Nacht bricht herein. Also wir haben hier hinten jetzt noch eine Tür. Ja, die markiere ich mir mal. Die wird nämlich nicht angezeigt. Tür zu. Einfach mal Tür zu. Ich glaube, das könnten wir dann immer wieder finden, ne? Tür zu, genau. Wir brauchen hier wieder einen Hebel oder so. Oh, oh. Ja. Wir müssten zwei Felder zurück. Das heißt, da bringt nichts. Feuer. Schießen, schießen. Es ist auch nur ein Räuber. Was? Nein! Ah. Verdammt. Ein Hinterhalt. Okay, dann, verdammt nochmal. Schießen, schießen. Abgewehrt. Boah, hör mal, ich glaub's nicht. Ah, verdammt. Jetzt haben wir langsam aber sicher ein Problem. Er ist so gut wie Hobbs. Sanku, du heilst bitte Celina. Celina, du nimmst einen Mana-Trank. Du kümmerst dich erstmal jetzt um den da. Es reicht nicht. Oh, verfehlt. Ah. Ist das eklig. Schieß. Schieß. Jawohl. So, und jetzt mal zu euch, meine Freunde. Einem Helden in den Rücken stechen ist nicht gerade das Beste, was man tut, ja?
Deswegen einmal vergiften und brennt. Jo, und tschüss. Zack. Boah, Wahnsinn, ey. Jetzt geht's aber langsam richtig los hier. Also, echt übel. Komm hier, trink mal Mana. Da haben wir einen Hebel. Ich werde den Hebel jetzt erstmal nur nicht ziehen. Achso, hier hatten wir noch etwas, genau. Oh, ich habe da jemanden lachen gehört. Da können wir nicht entlang. Okay. Das heißt, wir müssen den Hebel ziehen. Ich höre aber nichts, was sich aktiviert, ne? Ah, ja, okay. Oh ja, hallo. Ja, kommt mal um die Ecke, ne? Würde ich doch mal behaupten. Magier immer am besten im Nahkampf umhauen. Es sei denn, es geht nicht anders. So, der skrupellose Zauberer. Da gehen wir direkt mal auf Vesna. Und du machst bitte auf den Mana-Schwall. Elite-Miliz. Sanku, spotten. Hoffentlich klappt's. Jawohl. So. Ihn im Nahkampf umhauen. Jasna. Oh, schöne Sache. Und dann ansonsten könnt ihr beide brutzeln. Ja. Yeah. Aua, der hat gesessen, hör mal. Mein guter Zauberer. Oh, den schaffst du doch so, oder? Celina? Jawohl. So, jetzt zu dir. Zack. Ja, ich weiß nicht. Rasten müssten wir auch mal umschlingen. Oh. Verdammt, und sie ist betäubt. Uiuiui. Ui, ui. Eine beidhändige Schwert, okay? Also die muss erstmal wach werden, die Vesna, und dann rasten wir. Ah, verdammt nochmal, ey. Das geht ja jetzt richtig los, ne? Bronzener Schlüssel haben wir. Mhm. Die Frage ist, was können wir damit machen, ne? Hier können wir nichts aufmachen. Wir haben... Hier können wir auch nichts aufmachen. Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Ja. I feel stronger. Das ist alles andere als gut. Den Hebel hatten wir betätigt, ne? Hier ist eine Sackgasse. Da hinten können wir auch nicht rein. Da heißt es, die Tür ist zu. Das heißt, wir müssen mal auf die andere Seite. Da bin ich ja mal neugierig. Na klasse, da können wir... Ah, hier ist ein Hebel. There are enemies ahead. Oh, oh. Ah, ja. Okay, wir lassen sie rankommen. Miliz und Miliz. Alles klar. Die kriegen wir doch zu Fall hier. So. Du machst mal bitte himmlische Rüstung. Du haust einfach mal rein da. Jawohl, das habt ihr davon. Oh, nee, stopp hier. Angreifen. Oh, komm schon. Mist. Dann brenn nochmal. Jawohl, und du haust drauf. So. Hm. Schöner Hebel. Holzfäller-Axt. Immer diese Äxte. Die braucht unsere Truppe nicht. So, flüsternde Schatten ist noch aktiv. Ja, links oder rechts? Hm, ja. Sackgasse. I feel stronger. Hebel. Da ist ein Gitter aufgegangen. Ein Gitterchen. Das heißt, wir gehen hier auch direkt mal lang, ne? Mm. Aua. Hör mal. Schaffen wir's? Jawohl. Da. Hast du. Da. Feuer. Schießen, schießen. Na, der hat widerstanden. Ich wusste es. Ja, jetzt geht's aber los, ne? Himmlische Rüstung. Angreifen. Wurzeln. Feuer. Wir sind immer noch dran. Feuer. Sehr gut. Kommt schön ran hier. Wurzeln, Erdmana-Schwall drauf. Schießen, schießen. Genau, Zauber was. Na, hat gesessen, oder? Ah, verdammt, der kostet... Egal, Feuer. Schießen, schießen. Oh, sehr gut. Schön, dass sie treffen. Schön, dass sie treffen. Oh, wo sind wir denn jetzt hier? In den privaten Gemächern, oder wie hier? Oh, da liegt er auf dem Bett, ey. Das ist... Erstmal die Truhe. Lederarmschienen, Handschuhrüstung 2 und Stiefelrüstung 2. Jetzt geht's aber langsam richtig los. Wir müssten uns auch so und so jetzt mal... Oh, da hinten ist wieder irgendjemand. So und so jetzt mal umgucken hier.
Wir rasten noch einmal. Wir haben ja genug Proviant bis dato. Ich will nicht hoffen, dass es noch eine dritte Etage gibt. Und dann gehen wir mal eben kurz ins Inventar. Und zwar, ja, das ist natürlich herrlich hier, ne? So, erstmal Reisestiefel. Stiefelrüstung 2. Ist das schon mal super für einen Sanko? Wie sieht's denn hier aus? Ja, Bronzerüstung. Hier haben wir noch ein Helmchen. Ja, du kannst die Schwerrüstung gar nicht tragen, ne? Nee, aber du könntest zum Beispiel hier diese Mönchsandalen tragen. Ja. Handschuhe brauchst du nicht. Du trägst ja hier deine schönen. Oh, die heiligen Sandalen sind ja schon Stufe 3. Ausweichwert und 8 Magie. Wahnsinn. Der Donnerstab? Ja, hat sich nicht verändert. Aber Rüstungswert auch schon 2. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Also die Verliese sind, finde ich gut. Finde ich gut. Die sind auf jeden Fall erschwert hier. Wir gehen mal hier diesen Weg entlang. Ich hoffe, dass es richtig I ist. feel stronger. Vielleicht finden wir ja noch einen Geheimgang. Oh. Jawohl. Wir haben ja einen Schlüssel gefunden. Da haben wir ein Buch. Wo sind wir denn hier gelandet? Ein Buch haben wir gefunden. Und zwar der Krieg der bitteren Asche. Wollen wir auch da mal hineinschauen? Der Überlieferungsmeister Elias von den blinden Brüdern. Schön, dass ein Blinder sowas schreiben kann. Oder warum tragen sie diesen Namen? Nun gut, noch ein bisschen Geschichte. Ich sehe schon, ich werde das alles nachher noch lesen. Ich bin da halt so wissbegierig. Aber erstmal hier, die Truhe. Oh, zwei Ringe. This looks powerful. Ja, und die werden wir uns auch sofort angucken, ne? Meine gute Vesna. Bestimmen. So. Da können wir direkt mal gucken, was haben wir hier Schönes? Widerstand gegen alle Magieschulen und. Ja, also gegen alle Magieschulen werde ich Madiasna geben. Und was haben wir hier? Lebenskraft Maximum Widerstand gegen Luftmagie. Lebenskraft Maximum. Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? Er hat 198, 91, 96. Ja, dann komm hier. Kriegst du das noch, ne? Ich meine, 8 mehr Leben ist 8 mehr Leben. Ja, und der, ja, ne? Wir brauchen Experte, dachte ich mir. Schade. Einen großen Schild. Hätte ich gerne getragen. Aber nun gut, jetzt haben wir die Ecke hier schon mal fertig. Das heißt, wir können uns ja hier weiter umgucken. Ne? Da unten ging es noch einen Weg rein. Hier war ja bis dato nichts des Weiteren. Ne? Wir haben I feel jetzt. stronger. Wir haben zwei Türen, die verschlossen gewesen sind. There are enemies Ah. ahead. Dass die immer hinter den Türen lungern müssen, ne? Wir haben bestimmt zwei Nahkämpfer, aber egal. Schießen, schießen, Wurzeln, Feuer. Oh. Oh, Elite-Miliz, ey. Himmlische Rüstung. Du kümmerst dich um den Räuber. Giftsprüher und brennt. Boah. Jawohl, der war gut. Nochmal brennen. Die Elite-Miliz, Wurzeln. Boah, 124. Den schnetzeln wir um. My skill is improving. Joa, ich weiß. Das ist der Hammer. Also mit den Flächenangriffen hauen wir wirklich so ziemlich alles um. Ich denke mal, Erde und Feuer war schon eine super Idee. Und hier können wir direkt weitergehen. Ja, komm, machen wir auch, ne? Ich weiß, wir haben einen Stufenaufstieg. Und da bewegt sich wieder irgendwas, ne? Egal. Okay. Jasna, Attribute, Jasna. Du bekommst auf jeden Fall 2 in Wahrnehmung, einen Glück, einen in Vitalität. Die Macht ist schon extrem hoch, was mir auch sehr gut gefällt. Eigentlich könntest du die Reisestiefel benutzen, ne? Mönchsandalen. Obwohl, nö, Reisestiefel sieht schöner aus, ne? Ja. Sieht schöner aus. Du hast schon Rüstung plus 2. Du trägst auch diese hier. Gut. Dann einmal Fertigkeiten, dem Bogen. Jawolle. Und diesmal aber ausweichen. Ja, auf jeden Fall ausweichen nach oben.
Sie bekommt jetzt einen Punkt pro Ausweichen, ne? Ja, alles klar. Bogen ist auf Experte, finde ich super. Vesna, bekommst einen Vitalität. Bah, bekommst einen in Magie und zwei in Geist. Wir brauchen mehr Mana. Wir trinken noch zu viele Mana-Tränke. Zu deinen Fähigkeiten. Du bekommst auf jeden Fall den magischen Foki jetzt bis auf Experte. Und dann gehst du bitte. Ah, wir machen es. Wir gehen in die Wassermagie. Und noch nicht auf Mystik. Celina, du hast schon 15 hier drinne. Du bekommst 2 Punkte hier rein und wiederum 2 Punkte in Magie. Ja, für unseren Schaden mit dir, meine gute Celina. Und da du jetzt eigentlich schon relativ gut bewandert bist mit allem, würde ich sagen, die 2 Punkte kommen in die Luftmagie und wir werden aber auch die Dunkelmagie erlernen. Ich weiß nicht, ob das immer so klug ist, so viele Sachen auf einmal zu erlernen, aber sie ist die einzige, die die Dunkelmagie beherrscht. So, Mana, kannst du auf jeden Fall einen Trank trinken. Du kannst uns mal himmlische I'm Rüstung no geben stronger. und trinkst auch einen Mana-Trank und dann wollen wir mal gucken. Hallo, meine Freunde. Alles klar. Vesna, Mana-Schwall. Schießen, schießen, Feuer. Jawohl. Und er hat sogar gesessen. Ah. Wir müssten 2 Schritte zurück. Now is not a good time. Ja, ich hab's gemerkt. Wir dürfen gar nicht zurück. I Himmlische feel Rüstung. stronger. Hau drauf. Komm, den hauen wir so um. Der Feuerball würde jetzt nur ihn treffen. Mich interessiert es gerade, ob wir die hier auch treffen könnten mit diesem Funkenflug, weil alle Feinde auf angrenzenden Feldern. Nee, ne? Nee. So, aber jetzt dürft ihr sterben. Sag ich doch. Und weil es so schön ist. Na, schade. Hauen um. So, dich auch. Sehr gut. Und direkt weiter. Hauen um. Hauen um. Sehr schön. Wir haben wieder einen Zug hinzubekommen. Ja, komm mal rum. Dich werden wir hier einfach erschießen, werden wir dich. Wurzeln Feuer. Oh, kleiner Mana-Trank, mittlerer Mana-Trank. Die lassen richtig viel Zeug liegen, ne? 3 Hebel? Okay. 3 Hebel. Oh, darf ich hier durch? Nein, wir dürfen da nicht durch. Ach, hier ist genau auf der anderen Seite die verschlossene Tür da. Das denke ich auch. Sanku. Sanku, Sanku, Sanku. Ach, mein Freund Sanku. Du bekommst einfach mal 4 Punkte in Vitalität. Der wird da nirgendwo irgendwie gut werden, aber dafür hat er mehrere Möglichkeiten, etwas zu tun. Und zu deinen Fähigkeiten machen wir dich auf jeden Fall. Bist du schon mal. Jawohl, er ist Meister im Schwert. Und du bekommst die Armbrust. Die bekommst du. Ja. Damit du dich auch im Fernkampf wehren kannst. Und dann gucken wir uns dann mal hier um, was das mit den 3 Hebeln auf sich hat.